Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es den zweiten Teil zu dem Schemmermord bzw. Doppelmord von Horchan. In dem vorherigen Video ging es ja um die Darstellung des Falles und das Urteil. Und in diesem Video kommen wir zu den Zweifeln, die an der Verurteilung bestehen, da die Verurteilte bis heute die Tat bestreitet. Sie und ihr Mann kämpfen zusammen für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Nach der Vernehmung war Henrike Schemmer sich sicher, dass sie wieder nach Hause kann, wurde dann aber in U-Haft genommen und durfte diese bis zur Gerichtsverhandlung nicht mehr verlassen. Was hat die Polizei dazu veranlasst? Was machte sie so sicher, die Täterin gefasst zu haben? Die Polizei ging davon aus, dass sie ihre Schwiegereltern aus Habgier getötet hat. Henrike Schemmer gab an, dass die Polizei nur einen Täter gesucht hat, um den Fall zu klären. Sie wurde als habgierig bezeichnet und deswegen als Täterin ins Visier genommen, da dies eine Möglichkeit war, den Fall schnell zu klären. Denn es war natürlich klar, dass ihre Schwiegereltern mehr Geld hatten als sie. Aber trotzdem hätte das Gericht nicht beweisen können, dass sie habgierig gewesen sei. In diesem Video beziehe ich mich zum größten Teil auf die Dokumentation Mord ohne Beweise. Das war ein Dreiteiler vom SWR. Hier hat der Ermittler und Profiler Stefan Habort, Kriminalkommissar im Polizeipräsidium Düsseldorf, sich nochmal des Falles angenommen und einmal geschaut, welche Indizien denn gegen eine Verurteilung von Henrike Schemmer sprechen, beziehungsweise ob sie vielleicht komplett unschuldig ist. Das Hauptproblem, welches Henrike Schemmer hatte, war, dass sie für die Tatnacht kein Alibi nachweisen konnte. Was sie bei der Vernehmung angegeben hat, was sie dann in der vermeintlichen Tatnacht gemacht hat, dazu komme ich später noch einmal. Des Weiteren verweise ich einmal darauf, dass ich bestimmte Situationen und Aussagen immer nur ansatzweise weitergeben kann, und verweise dann an den entsprechenden Punkt in dem Urteil, welches euch auch hier in der Beschreibung hinterlegt ist, dann könnt ihr es einmal komplett nachlesen. Würde ich es hier komplett einfügen, dann würden wir wahrscheinlich nicht bei ca. 30 Minuten bleiben, sondern bei 1,5 bis 2 Stunden bei diesem Video. Aber ich kann schon mal kurz sagen, dass sie angegeben hat, dass sie sich in der Tatnacht das Leben nehmen wollte. Habe es sich doch dann anders überlegt und sei wieder nach Hause zurückgekehrt. Und diese Selbsttötung sollte mit dem Auto stattfinden. Als einer der Gründe, warum sie sich töten wollte, war, dass sie unter Druck stand, dass sie Leistung erbringen musste, da sie ansonsten nichts wert sei. Ich denke mal, das hat sie in Bezug auf ihre Schwiegereltern gesagt, insbesondere in Bezug auf ihre Schwiegermutter. Weiterhin litt sie wohl schon seit dem 11. Lebensjahr an psychischen Störungen. Sie geht in dieser Doku noch einmal auf die Vernehmung ein. Ihr sei gar nicht klar gewesen, dass sie als Beschuldigte vernommen wurde. Sie wollte dann auch die Kanzlei anrufen, besser gesagt ihre Kanzlei, denn sie hatte einen Opferanwalt auf Anraten eines Psychologen zur Seite gestellt bekommen. Und dieser Wunsch entstand, als sie merkte, dass sie als Beschuldigte vernommen wird. Dieser Anruf wurde ihr aber verweigert, bis zu der Uhrzeit kurz vor der Schließung der Kanzlei. Dann habe man ihr das Telefon gegeben, da die Polizei dann wohl sicher war, dass sie niemand mehr in der Kanzlei erreichen kann. In der Doku kommt dann auch der Ehemann zu Wort und greift besonders einen Zeugen an, und zwar den Motorradfahrer, der seine Frau auf der Strecke nach Koblenz gesehen hat und der sich das Kennzeichen des Autos gemerkt hat. Er bemängelt, dass das Auto, das Kennzeichen und die mögliche Streckenführung bei der Ermittlung der Bevölkerung bekannt gemacht wurde, insbesondere in Bezug darauf, dass seine Frau als Täterin verdächtig ist. Und dieser Zeuge hat sich dann nach 1,5 Jahren gemeldet und gesagt, ja, ich kann mich daran erinnern, und auch an das Kennzeichen. Aber zu dieser Thematik kommen wir später auch noch einmal. Zum Schlüssel, der vor dem Haus gefunden wurde, äußert sich der Ehemann wie folgt.
Zunächst wäre einmal gar nicht sichergestellt, dass mit dem Schlüssel in der Tat nach die Tür geöffnet würde. Da der Profiler sagt, dass mit diesem Schlüssel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Tür geöffnet wurde. Der Ehemann sagt, der Schlüssel lag da und es ist die Frage, wie kam er dorthin? Wurde er dort deponiert? Wurde er dorthin geworfen? Und wenn ja, aus welchem Grund? Auf jeden Fall hätten seine Eltern keinen Schlüssel deponiert für den Fall, dass sie den ihrigen verloren haben oder ähnliches. Nochmal eine kurze Erklärung, wie diese ganze Doku abgelaufen ist. Also, dieser Kriminalhauptkommissar und Profiler hat sich zuerst einmal mit der Verurteilten zusammengesetzt, hat mit dem Ehemann gesprochen und dann hat er anhand der Unterlagen noch einmal die kritischen Fragen beleuchtet und wenn es notwendig war, Rekonstruktionen durchgeführt. Unter der Dokumentation wurde dann mitgeteilt, dass die Familie Schemmer, also vermutlich das ermordete Ehepaar, über ein Vermögen von 1,6 Millionen Euro verfügte. Und dies war der Grund, weswegen Habgier als Motiv im Vordergrund stand und dann direkt im Familienumfeld ermittelt wurde. Also anscheinend ist man auch nie davon ausgegangen, dass ein Täter von außerhalb die Tat begangen haben könnte. Der Ehemann schied ja aus, wegen seines Alibis. Er war ja in der Tatnacht bei einem Freund. Dann geht es um die familiären Verhältnisse. Es werden unter anderem die langjährige Haushälterin und deren Ehemann befragt. Die ehemalige Haushälterin geht nicht davon aus, dass es die Schwiegertochter war. Sie begründet dies damit, dass Waltraud Schemmer körperlich sehr stark war und die Schwiegertochter vermöbelt hätte. Der Ehemann der Haushälterin sagte klar, dass es bei der Tat um das Geld ging. Die Schwiegertochter selber sei aber nicht die ausführende Person gewesen. Er könne sich aber vorstellen, dass sie jemanden engagiert hätte. Auch das Verhältnis zwischen Waltraud Schemmer und der Henrike Schemmer, also der Schwiegertochter, gibt die Haushälterin an, dass das Verhältnis sehr angespannt war und Henrike war eben die ungeliebte Schwiegertochter. Wobei sie sagt, Henrike hätte alles gemacht. Sie hat geputzt, sie hat gekocht, sie hat gebacken. Also eigentlich alles, um der Schwiegermutter auch zu gefallen. Aber nach der Ansicht von der Schwiegermutter hat Henrike wohl nie etwas richtig gemacht. Also Fazit von diesem Gespräch. Sie trauen der Schwiegertochter nicht die eigenhändige Tat zu, aber eventuell, dass sie jemanden engagiert hat. Der Ehemann der Haushälterin war selber Polizist und kritisiert die Ermittlungen der Polizei stark. Er kritisiert vor allen Dingen die Verhandlung nach Henrike, also wo sie am Tatabend war, mit vollem Kennzeichen, das Fahrzeug und der eventuellen Streckenführung. Und dass sich aufgrund dessen dann eben dieser Zeuge gemeldet hat. Und das Thema Zeugen hatten wir ja schon hier in einigen Videos. Dann kommt ein Prozessbeobachter zu Wort, der wohl Prozesse dieses Richters, der diesen Fall verhandelt hat, oft verfolgt hat. Er sagte, er wäre eigentlich immer auf der Seite des Richters gewesen, aber in diesem Fall nicht, da man sich nur auf Henrike als Täterin fixiert hat, da es keine Spuren gab und viele Fragen offen blieben. Er hatte vor der Urteilsverkündung mit einem anderen Richter gesprochen, und dieser wäre der Meinung gewesen, dass man sie freisprechen muss, da man nichts in der Hand habe. Als nächstes kommen wir zu dem Thema Schlüssel. Davon gab es insgesamt 6 Stück. 4 waren nach der Tat im Haus, einer im Blumenbeet und einer bei dem Sohn und seiner Frau. Es handelte sich bei den Schlüsseln um Sicherheitsschlüssel, die man nicht einfach nachmachen lassen kann. Dann wird ein Versuch des Profilers durchgeführt, wie der Schlüssel an den Punkt kam, wo er gefunden wurde. Diese Rekonstruktion ergab dann, dass der Schlüssel nicht einfach aus der Tasche gefallen und dann diese Position eingenommen haben kann. Ebenso kann man ihn nicht einfach beim Hinausgehen aus dem Haus dorthin werfen. Also muss der Schlüssel dort abgelegt worden sein. In der Doku geht man dann erneut auf den Zeugen mit dem Motorrad ein.
Dieser möchte nicht mit dem Profiler sprechen. Die Situation, warum er sich an das Kennzeichen erinnert, wird kurz erläutert. Und zwar habe er eine Unfallsituation verursacht und dabei habe er sich das Kennzeichen vom Auto gemerkt. Dann gab es noch die drei Zeugen, die das Ehepaar Schemmer noch am Freitagmorgen in der Innenstadt von Koblenz gesehen haben wollen. Also zu einem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich tot waren. In der Doku wird dann in einem anderen Raum die Örtlichkeit, in der das Verbrechen geschah, nachgebaut, um zu überprüfen, ob es sich um einen oder zwei Täter handeln könnte. Und diese Rekonstruktion ergab, dass es sich um einen Täter gehandelt haben muss. Weiterhin geht es dann um die Strecke von Haaren in der Ems nach Koblenz und zurück. Das sind hin und zurück 700 Kilometer. Auch hier wird ein Selbstversuch unternommen. Ebenfalls mit einem BMW 316i, so wie ihn Henrike Schemmer zur Verfügung hatte. Die Fahrt muss zwischen 22 Uhr und 6 Uhr stattgefunden haben. Und in dieser Zeit wird natürlich dann auch im Selbstversuch gefahren. Die Uhrzeit ist dadurch begründet, dass Henrike Schemmer um 21.52 Uhr ein Telefonat vom Festnetz ausgeführt hat. Und diese Verbindungsdaten lagen vor. Und von der Nachbarin wurde sie am nächsten Tag zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Balkon gesehen. In dem Selbstversuch wird festgestellt, dass die Fahrt in etwa 6 Stunden 56 Minuten gedauert hat, also knappe 7 Stunden. Und es wurde durchschnittlich eine Geschwindigkeit von 140 km/h gefahren. Das heißt, Abfahrt 22 Uhr, 7 Stunden Fahrzeit, bleibt also noch eine Stunde übrig. Da im Vorfeld berechnet wurde, dass eine Tankfüllung nicht ausreichen wird, wurde ein Ersatzkanister mitgeführt, der natürlich befüllt war. So, jetzt haben wir errechnet, dass wir eine Stunde außerhalb dieser Fahrzeit zur Verfügung haben. Da auch in diesem Selbstversuch nachgetankt werden musste, ist man da auf ca. 15 Minuten gekommen, die dieses Nachtanken dauert. Halt dementsprechend Platz ansteuern, Fahrzeug halten, parken, dann ja den Kanister aus dem Wagen holen, den Wagen befüllen, Kanister wieder zu, Kanister wieder ins Auto und dann abfahren. Das hat dann ungefähr so 15 Minuten gekostet. Da am Tatort ja keine Spuren gefunden wurden, muss man davon ausgehen, dass der Täter Schutzkleidung getragen hat. Eventuell Schutzkleidung, wie es die Polizei dann auch bei Ermittlungen am Tatort trägt. Die muss man dementsprechend dann anziehen, die muss man nach der Tat auch wieder ausziehen. Und dann gab es ja auch noch die Tatwaffe. Die Tatwaffe ist ja nie gefunden worden, die musste also auch noch entsorgt werden. Und das muss dann also praktisch auch alles noch in diese eine Stunde reingepackt werden, sodass eigentlich für die Tat selber relativ wenig Zeit zur Verfügung stand. Und es gibt noch eine weitere Sache, denn das Auto der Schemmers war nicht ganz intakt. Sie hatte angegeben, das Auto am Freitag, den 8. Juli, also am Morgen nach der Tatnacht, an der Werkstatt abgestellt zu haben. Und der Inhaber hat auch bestätigt, dass an diesem Morgen das Fahrzeug dort stand. Er hat sich dann den Wagen am Samstagmorgen vorgenommen und einen größeren Mangel festgestellt. Und zwar hatte das Fahrzeug eine Störung der Lambda-Sonde. Dies bewirkt, dass der Motor unruhiger läuft und auch mehr Sprit verbraucht, so dass es unmöglich wäre, mit diesem Fahrzeug, mit dieser Störung, die 700 Kilometer mit einer Tankfüllung zu bewältigen und wahrscheinlich auch noch mit dem Zusatz eines Ersatzkanisters, der dann auch nicht ausreichen würde. Diesbezüglich, also für genau weitere Informationen, verweise ich in dem Urteil ab Punkt 176, wo dies anhand eines Sachverständigen widerlegt wird. Dort wird gesagt, dass der Schaden nicht so massiv war und man hätte diese Fahrt dann tatsächlich auch antreten können. Ebenso hat sie in einem anderen Kontext gesagt,
dass der Wagen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes nicht angesprungen wäre. Auch das wird dort widerlegt. Lest es euch einfach mal durch. Kommen wir erneut zu dem wichtigsten Thema, und zwar zu dem Thema des Schlüssels. Nach Meinung in dieser Doku sollte der Schlüssel darauf hinweisen, dass es sich bei dem Täter um einen Fremden handelt, da es sich dann augenscheinlich um einen Schlüssel handelt, der zum Haus gehört. Dies wird zwar dort als Frage formuliert, aber dies scheint für mich eine schlüssige Erklärung zu sein. Dass der Schlüssel dem Täter nicht aus der Tasche gefallen sein kann und er ihn auch nicht hingeworfen haben kann. Laut Versuch am Fundort des Schlüssels, dieser aber so lag, dass er bei der Durchsuchung durch die Polizei gefunden werden musste. Hätte der Täter den Schlüssel entsorgen wollen, hätte er es genauso gemacht wie mit dem Tatmesser, welches entsorgt wurde. Also sieht es schon nach einer bewusst gelegten Spur aus. Denn der Schlüssel des Sohnes und der Schwiegertochter war ja noch vorhanden, weil sie ja damit bei Ankunft die Haustür geöffnet haben. Das Problem der Verurteilten Henrike Schelmer ist eben ihr fehlendes Alibi. Sie gab an, sich in dieser Nacht selber töten zu wollen. Auch da verweise ich wieder auf das Urteil, und zwar ab dem Punkt 125. Dann wird in der Doku einer Psychologin das Video der Vernehmung von Henrike Schelmer gezeigt. Und die Beamten nehmen in dieser Vernehmung ihr diese Selbstmordabsicht nicht ab. Dies könnte eventuell mit der Erscheinung von Henrike zu tun gehabt haben. Zu dem Erscheinungsbild von Henrike komme ich in meinem Fazit nochmal. Die Psychologin kann aber nicht nachvollziehen, warum man auf diese geäußerte Tötungsabsicht nicht näher eingegangen ist. Als nächstes wird dann in der Doku diese fast Unfallsituation, die der Zeuge schilderte, nachgestellt. Zur genauen Situation, wie es zu dieser Fassunfallsituation komme, verweise ich auch wieder auf das Urteil, auf den Punkt 210. Und nach der Rekonstruktion scheint es zumindest fragwürdig, ob der Motorradfahrer das Kennzeichen tatsächlich ablesen konnte. Weiterhin scheint es fragwürdig, dass dieser das Auto aus den Augen verlieren konnte. Weiterhin hatte der Zeuge auch ein Gespräch ohne Kamera und Mikrofon mit dem Profiler abgelehnt. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass diesem Zeugen bewusst geworden ist, dass er einen großen Anteil an der Verurteilung von Henrike Schelmer hatte. Und vielleicht war er sich nachher auch gar nicht mehr so sicher, ob diese Aussage so korrekt war. Ich kann es mir in etwa so vorstellen. Er hat dieses Verhandlungsplakat gesehen, konnte sich daran erinnern, dass er an diesem Tag dort gefahren ist, konnte sich daran erinnern, dass es ein BMW war, der etwas kleineren Klasse. Und dann dachte er, Mensch, das war bestimmt die. Die ist dementsprechend dort lang gefahren, ist zur Polizei, hat das gemeldet. Hat dann als Begründung angegeben, wie er sich an das Kennzeichen noch erinnern konnte, dass er sich dies anhand einer Eselsbrücke gemerkt hat. Dann wird da so ein bisschen bemängelt, dass man sich nicht sicher ist, ob man sich nach so langer Zeit dann überhaupt bei so einer Situation noch an ein Kennzeichen erinnern kann. Da muss ich ein bisschen entgegenwirken. Also es gibt Situationen im Leben, wo man sich auch viele Jahre oder auch Jahrzehnte noch an ein Kennzeichen sehr genau erinnern kann. Aber nichtsdestotrotz, ich stelle generell diese Zeugenaussage sehr in Frage. Dann kommen wir zu den Zeugen, die das Ehepaar Schelmer noch am nächsten Morgen gesehen haben wollen. Eine Zeugin berichtet, dass es ein Ritual war, jeden Freitag in dem Café zusammen einen Kaffee zu trinken. Die Uhrzeit war immer zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr. Die Zeugin ist am Montag nach der Tat auf die Polizei zugekommen, um darüber zu berichten. Also nicht erst nach einem langen Zeitraum und oder auf Ansprache der Polizei. Diesen drei Zeugen wurde kein Glauben geschenkt, weil andere Zeugen aussagten, dass die Rouladen
ab Freitagmorgen nicht mehr hochgezogen wurden und das Gericht auch der Meinung war, dass die Zeugenaussagen der drei Personen insgesamt nicht stimmig seien und sie sich gegenseitig wohl ein bisschen widersprochen haben. Und diesbezüglich verweise ich da einmal im Urteil auf den Bereich ab Punkt 72. Der Todeszeitpunkt von Waltraud und Heinrich Schemmer konnte vom Gericht allerdings auch nicht genau benannt werden. Und da verweise ich nochmal auf Punkt 95 oder ab Punkt 95 im Urteil. Dann wird noch einmal auf die Thematik mit den Mantrailer-Hunden eingegangen. Eine Hundeführerin hält es für etwas fragwürdig, mit 7 Monate alten asserviertem Spurenmaterial auf Suche zu gehen. Und weiterhin glaubt sie nicht wirklich zwingend, dass Mantrailer-Hunde Spuren eines Menschen, die in einem Auto sitzen, verfolgen können oder in einem Auto gesessen haben, verfolgen können. Das ist natürlich dann wirklich so eine strittige Frage. Können die Hunde das oder können die Hunde das nicht? Es wird in der Doku so dargestellt, als wenn man Henrike mit dieser Information, dass man Mantrailer-Hunde jetzt darauf angesetzt hat, unter Druck setzen wollte. Es wird ihr da auch mitgeteilt in einem Telefonat anscheinend von der Polizei, dass man die Spur schon mal so Richtung Norden nachverfolgen konnte. Und Haaren an der Ems liegt ja natürlich nördlich von Koblenz. Es ist einmal in diesem Urteil das Gespräch dargelegt mit der Polizei und auch ein Folgegespräch, welches sie dann mit ihrem Mann geführt hat. Das findet ihr ab Punkt 332. Dann hat man in dieser Doku nochmal einen Rechtsmediziner beauftragt, damit man diesen Todeszeitpunkt genauer ermitteln kann. Dies gelangt aber nicht, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dem entsprechenden Arzt dann nur eine Bestimmung möglich ist anhand der ihm vorliegenden Unterlagen. So, das war nochmal inhaltlich diese Doku zusammengefasst. Wie ich ja in den Kommentaren sehen konnte, haben sich ja schon einige auch diese Dokumentation angeschaut. Wir müssen jetzt einmal beachten, wir haben einmal natürlich das Gerichtsurteil, daraufhin haben ja viele schon gesagt, die war es definitiv, da gibt es keinen Zweifel. Und dann haben wir ja einmal diese Doku. Das Gerichtsurteil, das war natürlich daraufhin ausgelegt, sie zu verurteilen. Und diese Doku war natürlich darauf ausgerichtet, zu versuchen, sie zu entlasten. Und das Ganze habe ich jetzt mal versucht, nach meinen Gedanken, was ich in diesen beiden Bereichen finden konnte, zusammenzufassen und mir ein eigenes Urteil zu bilden. Und das war verdammt schwierig, weil ich wirklich einige Punkte gefunden habe, wo ich sage, anhand dieser Indizien hätte sie nicht verurteilt werden dürfen. Allerdings habe ich auch viele Fragen in der Richtung, was sie betrifft, wo mir einfach viele Sachen unklar sind. Aber lasst mich einfach damit anfangen und am Ende werde ich euch mein ganz klares Fazit sagen. Also erstmal kommen wir zu dem Zeugen mit dem Kennzeichen. Also ihn halte ich jetzt nicht für unglaubwürdig, aber ich zweifle schon ziemlich an seiner Aussage, ob sich das wirklich so zugetragen hat. Wie schon gesagt, es war ja nur eine Unfallsituation und dass man sich dann das Kennzeichen merkt, naja, okay. Und dann 18 Monate sieht man so ein Verhandlungsplakat und denkt sich, oh Mensch, genau, das war der Wagen. Dann gehe ich mal schnell zur Polizei. Also, ich glaube nicht, dass man aufgrund dieser Zeugenaussage hätte Henrike Schemmer verurteilen dürfen. Dann gibt es im Haus keine Spuren von der Tat von Henrike Schemmer. Im Urteil wurde es ja so dargelegt, dass sie bei Finden der Leiche dann im Haus herumgerannt ist, um alle Bereiche nochmal zu betreten, die eventuell Spuren von der Tat nachweisen könnten. Eben schon mal prophylaktisch,
falls die Polizei auf sie zukommt, dass sie sagen kann, ja, da habe ich dann, als wir die Leichen gefunden haben, im Haus geguckt. Kommen wir einmal zu dem wichtigsten Punkt bei der Verurteilten Henrike Schimmer. Sie hat kein Alibi und sie gibt an, in dieser Nacht sich töten zu wollen. Ist natürlich schon komischer Zufall, dass man sich dann praktisch in der Nacht dann töten will, in der dann die Schwiegereltern ermordet werden. Ich streite nicht ab, dass sie irgendwelche psychischen Störungen hat, aber anscheinend gibt es dafür auch keine ärztlichen Belege, sodass sie irgendwie in dieser Form in Behandlung war. Aber andersrum kann es nicht wirklich so gewesen sein. Natürlich, aber trotzdem scheint mir das aus Aussage ein bisschen merkwürdig. Sie kann diese Aussage natürlich auch dann sich halt einfallen lassen zu dem Punkt, als sie merkte, dass sie in Verdacht gerät und ihr einfach nichts Besseres eingefallen ist, um zu erklären, wo sie in dieser Nacht war. Was mir in dieser ganzen Geschichte fehlt, ist irgendwie der Punkt, wie das Verhältnis des Sohnes zu seinen Eltern war. Anscheinend waren sie ja mit der Schwiegertochter nicht einverstanden. Gab es deswegen vielleicht Vorwürfe gegen den Sohn? Gab es da vielleicht so den Punkt, dass man gesagt hat, trenn dich von ihr, sie ist nicht gut für dich, du kommst nicht weiter wegen ihr. Wie hat er sich da verhalten? Hat er sich auf die Seite seiner Frau gestellt? Hat er sich vielleicht auch ein bisschen auf die Seite seiner Eltern gestellt? Oder hat er sich neutral verhalten? Also in der Doku, vor allen Dingen am Ende, sieht es so aus, als wenn er bedingungslos zu seiner Frau hält. Eben auch in dieser Situation, dass sie im Gefängnis sitzt wegen der Verurteilung des Mordes an seinen Eltern. Was klar ist, es muss eine Beziehungstat vorliegen. Denn es wurde zielgerichtet nur die Tötung durchgeführt. Keine Durchsuchung, kein Diebstahl. Aufgrund dessen, dass Heinrich Schemmer zuerst im Bad angegriffen wurde, dürfte er den Eindringling oder den weiblichen Eindringling auch nicht bei irgendetwas ertappt haben. Also diese Person muss tatsächlich ins Haus reingekommen sein mit dem klaren Ziel zu töten. Weil dieses Badezimmer liegt ja direkt angrenzend von dem Schlafzimmer, wo er drin geschlafen hat und in dem seine Frau dann später getötet wurde. Anscheinend wusste diese Person dann auch, wie die Räumlichkeiten da sind und man hat sich direkt dorthin begeben. Nur, dass in dem Fall Heinrich Schemmer nicht im Bade im Schlafzimmer war, sondern sich gerade im Badezimmer befand, weil er gerade pinkeln musste. Jetzt kommen wir zu der Zeugin der Mieterin. Diese ist jetzt in dieser Dokumentation komplett unbenannt geblieben. Diese sprach ja davon, dass sie in der Nacht von einem Geräusch aufgewacht worden ist oder aufgeweckt worden ist. Um was für ein Geräusch es sich genau gehandelt hat, konnte sie nicht sagen. Sie sprach dann davon, dass sie eine männliche Stimme gehört hat. Also im Urteil ist das Ganze noch ein bisschen genauer bezeichnet. Da hat sie auch eine weibliche Stimme gehört, also dann die Stimme von Frau Schemmer und auch, dass diese wohl geweint hat, aber die andere Stimme wäre männlich gewesen. Heinrich Schemmer kann es nicht gewesen sein, der dann in Anführungsstrichen beruhigend auf seine Frau einsprach, aufgrund seiner Verletzung. Also scheint es so zu sein, dass der Täter auf die Frau eingesprochen hat und sie versucht hat, etwas zu beruhigen. Was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist, wenn man den Mann erstochen hat, dann ins Schlafzimmer reingeht und dann noch mit dieser Frau praktisch in Ruhe spricht, um dann erst die Tötung durchzuführen. Das ist schon, ja, sag ich mal, eine ziemliche Kaltblütigkeit, wenn es so abgelaufen ist. Das würde jemand, der eine Beziehung zu dieser Person hat, wahrscheinlich nicht machen. Da wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man dann sagt, komm, jetzt bringen wir es hinter uns. Und so wurde das von einer Kriminalpsychologin ja auch dargestellt,
dass die Person das jetzt hinter sich bringen musste oder verenden musste. Und ich glaube nicht, dass man dann in dem Moment, vor allen Dingen, wenn man noch einen Bezug, wenn man einen Bezug zu dieser Person hat, dass man dann noch ruhig mit dieser Person spricht. Also, es hat dort wohl eine männliche Stimme beruhigend auf diese Frau eingesprochen. Irgendwo hatte ich dann mal gelesen, dass sie unter anderem wegen ihrer Körpergröße in Verdacht geraten ist. Und in dem Suchplakat wird ihre Größe mit etwa 190 cm angegeben. Und dass sie auch aufgrund dessen für einen Mann gehalten werden könnte. Und das vermutet eine Psychologin auch, dass sie deswegen von den Kriminalbeamten bei der Vernehmung nicht für voll genommen worden ist, als sie von Tötungsabsichten sprach. Als sie dann, vielleicht waren die Beamten jetzt ein bisschen kleiner und dann kommt eine ca. 190 cm große Frau rein und dann denkt man sich, na, nee, komm Mädel, erzähl mir nichts von Selbstmordabsichten. Kommen wir nochmal auf diese Mieterin zurück. Sie hat ja niemanden gesehen, sprach aber von männlichen schweren Schritten und eben einer männlichen Stimme. Aber Henrike Schemmer hat eine normale weibliche Stimme. Und ich komme nochmal darauf zurück, sollte das Heinrich Schemmer gewesen sein, dann wird er nach den Stichen, die er bekommen hat, sofern er noch gelebt hat, nicht gerade beruhigend auf seine Frau eingesprochen haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann ein weiterer Punkt, und zwar wurden die beiden ja mit einem Messer erstochen. Und dies ist eher ungewöhnlich für eine Frau, denn diese wählen eher sanfte Tötungsmittel. Das heißt, man geht so nicht auf direkte Konfrontation. Zwar gibt es Frauen, die jemanden erschießen, aber Frauen, die jemanden erstechen, gibt es eigentlich in der Regel weniger. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Also, die Todesursache kann nicht genau bestimmt werden. Zeugen wollen das Ehepaar nach dem Todeszeitpunkt noch gesehen haben. Und das Gericht verwirft praktisch diese Aussagen. Ein anderer Zeuge, wer das Kennzeichen erkannt haben, meldet sich nach 18 Monaten. Ist ein Hauptbelastungszeuge praktisch und maßgeblich an dem Urteil verantwortlich. Es gibt keine Tatspuren und es gibt keine Tatwaffe, die ist weg. Die Fahrt und Tat zusammenhängend ist von Henrike möglich, aber nur unter Stress und wirklich schneller Handlung durchführbar. Also im Prinzip muss das dann wirklich sehr, sehr genau getaktet und geplant gewesen sein, da man ja zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zurück sein muss. Dann soll der Wagen defekt gewesen sein. Aber war er wirklich so defekt, dass man diese Strecke nicht bewältigen konnte? Der Sachverständige sagt nein. Dann wurde dem Urteil ja darüber gesprochen, dass sie ja schon in den Tagen zuvor von einer Freundin oder Nachbarin einen Wagen ausleihen wollte, um damit zu einer Freundin zu fahren. Was aber wohl sehr wichtig war für sie, aber der Mann davon nichts erfahren durfte. Ebenso wurde dann versucht, ein Auto anzumieten, aber auch das war erfolglos. Sie wollte also unter keinen Umständen, dass eine Autoanmietung in den Unterlagen der Familie auftaucht. Auch das ist so eine Fragestellung, die in dieser Dokumentation gänzlich fehlte. Die taucht dort nicht auf. Und anscheinend scheint sie ja zu dieser Freundin nicht gefahren zu sein. Und dann eben der Schlüssel, der sollte wohl eine Message senden. Vermutlich, es war ein Fremder. Und eben Henrikes Alibi, Selbstmord in der Tatnacht, ich halte es für einen komischen Zufall irgendwie. Dann die Frage, wie war Henrikes Verhältnis zum Schwiegervater? Dies wurde auch nirgendwo erwähnt. War das eventuell gut? Also ich habe das Urteil jetzt nicht komplett gelesen, aber ansonsten wurde dies nie irgendwo erwähnt, sondern immer nur der Zwist mit der Schwiegermutter. Also ich bin gerade das Urteil nochmal durchgegangen, also da ist kein Hinweis, wie das Verhältnis zu dem Schwiegervater war. Dann eben das klare Einschießen auf die Schwiegertochter bei den Ermittlungen. Klar, man schaut zuerst mal bei den Verwandten, bei der Familie,
Und da gab es natürlich in Anführungsstrichen ein Motiv oder zumindest einen Grund, eben das Geld. Und was man noch eben beachten muss, das war eben das bei der Anzeige des Y-Sendung. Der Kommissar sagte, der Täter oder die Täterin. Das passiert normalerweise nicht. Man geht bei solchen Fällen eigentlich immer ganz klar von einem Täter aus. Da stellt sich die Frage, könnte eventuell ein Täter beauftragt worden sein? Wenn ja, von wem? Von Enrique? Oder war es eine gemeinschaftliche Entscheidung? Warum vereinbart Henrike einen Überraschungsbesuch bei der Schwiegermutter zu deren Geburtstag, die sie eigentlich nicht mag? Und warum ist der Ehemann bei einem Freund, wenn seine Mutter Geburtstag hat? Also ich kann hier im Endeffekt nichts Klares sagen und sehe auch jede Menge Ermittlungsfehler oder Nachlässigkeiten der Polizei. Meiner Meinung nach war es ein bisschen zu früh, nur in eine Richtung zu ermitteln. Mein Fazit ist, ich schließe nicht aus, dass die Schwiegertochter etwas mit der Tat zu tun hat. Allerdings schließe ich aus, dass sie die Tat selber ausgeführt hat. So, das war es, was ich zu dem Fall sagen kann. Das war jetzt für mich auch bisher der aufwendigste Fall, den ich gemacht habe. Weil wir haben einmal diese eine Seite, die Darstellung, dann das Urteil mit der Verurteilung der Angeklagten und eine recht ausführliche Dokumentation, wo versucht wird, der Verurteilten zu helfen, neue Ansatzpunkte oder vielleicht einen Beweis zu finden, damit ein Wiederaufnahmeverfahren geführt werden kann. Denn nur mit einem Wiederaufnahmeverfahren kann sie aus dem Gefängnis rauskommen. Denn die Revision wurde verwiesen und demzufolge bleibt dann nur noch ein Wiederaufnahmeverfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie eure Sichtweise auf diesen Fall ist, nachdem ihr praktisch beide Seiten gehört habt und auch meine Einschätzung gehört habt. Schreibt sie mir in die Kommentare. So, mehr bleibt mir zu diesem Fall nicht zu sagen. Es sind auch mittlerweile schon wieder fast 40 Minuten, die dieses Video lang ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!